härteste Schülerpraktikum ever gemacht, Alter. Meine Oma, die wohnt ja auf Norderney. Und ich hatte Bock, beim Schülerpraktikum einfach bei meiner Oma zu chillen. Und dann habe ich gedacht, hab ich ein Praktikum als Oma gemacht. Ich schreibe mal der Fährfirma von der Fähre, die vom Festland auf die Insel fährt. Und ich habe gedacht, ich verknüpfe das mit einem Aufenthalt und fahre da chillig auf der Fähre, mache da mein Praktikum und chill zwei Wochen einfach entspannt bei meiner Oma. Komm da an, so, ja, so ein verpennter Schüler halt, so, ne, so 16, 17, ne, so. Ja, man muss ja Respekt zeigen vor dem Kapitän, so, ne, war mir natürlich nicht klar. Komm da, der Kapitän scheißt mich erstmal an. Können Sie sich erstmal vorstellen, wer Sie sind? Und so, können Sie mir erstmal einen Namen sagen? Dann habe ich mich noch tiefer in die Scheiße geritten. Dann komme ich da so an, ich so, ja, du bist also der Praktikant. Und dann meinen die so, also du willst also Schiffsmechaniker werden, ne? Und ich so völlig frei raus reagiere einfach so, nee. Nein, um Gottes Willen. So ein Scheiß wie ihr da macht. Haben wir schon mal über Schülerpraktikum? Stopp! Guten Tag, Bürgerpolizei Münster. Ich darf den Zebrastreifen auch überfahren, wenn ich ihn legal erreichen kann, wenn ich dabei keinem Autofahrer die Vorfahrt habe. Nein, das dürfen sie nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Nein. Nur weil ich hier keine Vorfahrt habe, heißt es nicht, dass ich da nicht rüberfahren kann. Na, wer von den beiden hat denn jetzt eigentlich recht? Grundsätzlich gilt, dass man mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen fahren darf. Allerdings hat man dann keinen Vorrang gegenüber dem querenden Verkehr auf der Fahrbahn. Man muss die Autos also vorbeilassen. Außerdem müsst ihr auch sicherstellen, keine Fußgänger zu behindern. Andernfalls droht euch ein Verwarngeld. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich der Radfahrer im Video an diese Regelungen gehalten hat, dann hat er tatsächlich recht. Habt ihr schon mal so mit der Polizei diskutiert wie der junge Mann im Video? Schreibt's mal in die Kommentare. Stopp! Guten Tag, Bürgerpolizei Münster. Stopp! I'm gonna ask you three. One does not simply out-friendly the friendly. Заебись, удачно зашли. Ну что, неплохой день, господа.